Ja, guten Tag. Wie geht's Ihnen denn heute zum Geburtstag? Ich hätte gerne einmal Pommes mit Ketchup. Ja, hallo liebe Freunde. Die Woche fängt wieder schlimm an. Das ganze Wochenende war ganz schlimm, muss ich dazu sagen. Berichte ich gleich später noch drüber. Aber gerade rief mich ein Beerdigungsinstitut an. Ich denke, was Beerdigungsinstitut? Gleich hier nebenan, ja, das heißt nichts Gutes. Und dort hat man Katzenbabys gefunden. Drei, hier ist eins, hat ganz starken Durchfall. Also wir müssen mal gucken, was es hat. Und jetzt hole ich gleich erstmal die anderen beiden, die sind in einem Pappkarton. Ja, und dann schauen wir weiter. So fängt die Woche auf dem Tierlebenshof an. Nochmal zwei neue Bewohner für den Tierlebenshof. Jetzt sind es schon drei, die heute dazugekommen sind. Schaut mal rein. Odin will auch mal gucken. Guck mal, Odin. Ja, wie gesagt, die beiden waren direkt da vor der Tür. Ja, vielleicht hat sie da einfach einer abgestellt, weil er dachte, naja, bringen wir sie zum Tierlebenshof und hat es einfach hier hingeworfen. Weiß ich nicht. Aber jedenfalls hat das Beerdigungsinstitut sie gerettet. Also ihr seht, Beerdigungsinstitute sind nicht nur für die Trauer gut, sondern auch dafür, dass man Tiere rettet. Die Dame dabei sehr tierfreundlich, hatte noch nie mit ihr zu tun, obwohl wir direkte Nachbarn sind, aber offensichtlich hat die hier im Internet immer verfolgt, was wir hier so machen und ja, nun sind die Katzen hier, drei, wie gesagt, die beiden haben keinen Durchfall, die andere hat starken Durchfall, ja, Daniela kann nachher mal gucken, was wir da machen, was die haben, erstmal lassen wir sie jetzt kurz in Ruhe, sie sehen nicht so aus, als wenn sie gleich sterben oder unterernährt sind sie auch nicht, so sieht es nicht aus, also sind müde, offensichtlich und ja, ich hoffe, dass die drei das packen werden, aber die sehen nicht verletzt aus. Also ich glaube, die haben auch kein gebrochenes Bein, so wie die eine Katze, die wir da oben haben. Also gar nicht. Also ich denke mal, das sind einfach Kitten, die einfach einer hinausgeworfen hat. Ja, oder gefunden, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Aber ich denke eher hinausgeworfen, denn wer die findet, der klingelt hier bei uns und gibt sie ab, ja, oder ruft an und schmeißt sie nicht für die Tür, sondern das sind einfach Leute, die die rausgeworfen haben. Ja, dann gucken wir mal, was das für welche sind. Immer her. Hier sehen wir, oh, hängt sich hier in der Jacke leicht verfangen, aber, schau mal hier. Ja, hier, guck mal, Namen müssen sie auch noch kriegen, aber das übernimmt Daniela mit den Namen. Guck mal, Odin, ne? Ja, ein Kätzchen. Ja, Kätzchen 1, das ist Kätzchen 2. Guck mal her. Ja, da fängt der Monat gut an, ne? Wir haben schon so viele, jetzt kommen noch welche dazu. So ist das manchmal, ne? Odin, nein. Odin. Aber Odin ist ja ein ganz friedlicher, der macht niemandem was. Da seht ihr ja, der ist so lieb. Es gibt natürlich Hunde, die jetzt in den Karton reinhüpfen würden. Aber nicht der Odin, das ist ein ganz einfühlsamer Hund. Der ist ganz, wie siehst du denn wieder aus? Wo hast du dich rumgetrieben? Der ist ganz gefühlvoll, ne? Ja, was er selber Schlimmes erlebt, ne? Ja. Ja, so fängt die Woche an. Ja, ich hatte ja bereits angekündigt, dass es ein nicht ganz so gutes Wochenende war dieser Tage. Und das Problem, worum es geht, liegt einfach hier an den Häusern, die hier gebaut wurden. Meine schlimmen Befürchtungen haben sich leider bewahrheitet. Ja, das ist hier unsere neue Mitarbeiterin, die jetzt hier Rasen mähen wird. Ganz toll, wir sind sehr zufrieden mit ihr. Die macht mehr, als sie eigentlich machen müsste und machen sollte. Also von daher, da haben wir wirklich großes Glück. Auch eine sehr vertrauenswürdige Person. Also da haben wir bis jetzt nicht die leisesten
Zweifel, dass das funktioniert. Auch mal wieder eine Person, der ich tatsächlich einen Schlüssel geben würde. Was wir ja aus lange Jahre nicht mehr gemacht haben, weil wir eben die übelsten Erfahrungen machen mussten. Ja, jetzt nochmal zurück zu den Häusern, warum ich euch erzählen wollte, dass die schlimmsten Befürchtungen Wahrheit geworden sind. Das Problem, dort sind Leute eingezogen, die eben nicht unbedingt Tierfreunde sind und die mich energisch angesprochen haben, dass sie sich von dem Gebell der Hunde, die sich in diesem Gebäude hier befinden, gestört fühlten. Und von daher habe ich dann die Hunde aus Sicherheitsgründen dort weggenommen. Denn weiß man nie, zu was Leute imstande sind. Und zum anderen möchten wir natürlich auch Ruhe mit unseren Nachbarn haben und Frieden. Und aus diesem Grunde haben wir also die Unterkunft von 3 Hunden eingebüßt. Das ist natürlich sehr schlecht. Wir müssen also dann dementsprechend vorne mehr Räume neu schaffen, um diese Hunde unterzubringen. Unter anderem auch die Bella, wie gesagt, das ist äußerst schlecht. Bella ist halt ein Hund, der des Öfteren mal gebellt hat, aber sie ist seit 3 Jahren hier und es hatte sich noch nie jemand beschwert. Auch nicht von den neu gebauten Häusern bis gerade jetzt. Dort ist eine Familie eingezogen, offensichtlich als Mieter in eines der Häuser, die aufs Land gezogen sind und sich offensichtlich nicht informiert haben, dass es auf dem Land vielleicht auch mal Hunde gibt, die mal Wauwau machen. Ja, das ist traurig, aber wie gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall Stress mit den Nachbarn und darum haben wir sofort reagiert und haben diese Hunderäume außer Betrieb gesetzt und werden sie auch zurückbauen. Schlimm, aber nicht zu ändern. Die Tiere haben halt keinen Raum mehr auf dieser Welt. Wir Menschen betonieren alles zu, wir bauen Straßen, wir haben hier Hubschrauberlandeplätze, die Krach machen Tag und Nacht. Das interessiert überhaupt niemanden. Ja, aber wie gesagt, oder eine Fernverkehrsstraße, die B5, die hier vorbeigeht, da interessiert sich auch niemand darüber, dass es da andauernd Autoverkehr, Hupen und Tröten gibt. Aber wenn ein Hund mal Wuff Wuff macht in der Nacht, das stört dann jemand. Ja, nicht zu ändern. Wir wollen Frieden und darum reagieren wir entsprechend. Ja, hallo liebe kleine und liebe große Tierfreunde. Unsere Woche hier im Tierschutzverein startet gleich wieder mit dramatischen Situationen. Und zwar hat eine Nachbarin, die ja nebenan arbeitet, netterweise 3 Katzenbabys, die sie vor der Tür bei uns gefunden hat, aufgenommen und hat uns die gleich rübergebracht. Die sind in einem derartig schlechten Zustand. Also das ist jetzt hier, was ich denen aus dem Fell rausgekämmt habe, aber ich bin noch nicht fertig. Riesengroße Flöhe und man sieht schon, das Wasser färbt sich rot. Das heißt, der Flohkot, was ich euch mal in einem anderen Video erklärt hatte, dann sind sie fast verhungert. Ich würde sagen, sie essen schon selbstständig Dosenessen. Man sagt ja immer dann, so, das ist so, wenn sie aufhören, bei der Mami zu säugen. Die könnten vom körperlichen Zustand, man sieht es, 6., 8. Woche tatsächlich sein, beziehungsweise von der Größe. Aber ihr seht hier, der körperliche Zustand ist fast verhungert. Huch! Und dann wollte ich euch mal zeigen, ja, ohne die jetzt hier zu stressen, wenn man hier sieht, Augenentzündung, also das ganze Programm Durchfall, das merkt man daran, hinten ist alles verklebt. Ja, was machen wir jetzt? Also ihr seht, Essen ist erstmal ganz wichtig. Ich kämme jetzt die Flöhe, versuche ich rauszukämmen. Das ist ja auch eine gute Strategie, Flöhe zu behandeln, weil es sind halt noch Babys und da ist mit Chemiekeule nicht so viel. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Dann natürlich Sauberkeit. Ich habe schon Katzenmilch angerührt mit warmem Wasser. Da ist noch eine, also 3 Kätzchen sind es insgesamt. Wir haben die jetzt separat, weil die Nachbarin sie separat brachte. Also drückt die Daumen. Es ist wieder Elend, Elend, Elend. Und das ist einfach das, weil man unkastrierte Tiere rauslässt. Man kann doch an der Leine mit seinem Kätzchen spazieren gehen oder von mir aus kastrieren lassen. Und dann gibt es nicht solche Situationen. Es sei denn, die Leute sagen, okay, ich möchte Babys und ich behalte die dann alle. Und es sind alles Freunde der Familie und so behandle ich die auch. Aber das ist einfach immer, also man muss immer gucken, dass man die jetzt überhaupt noch durchbekommt. Ne? Aber also schrecklich. Also hier das zweite Kätzchen auch, alle massive Augenentzündungen. Ich meine, muss das sein, ne? Muss das sein, ne? Jetzt ist einfach wichtig, schönes Essen. Und das haben wir ja dank eurer Unterstützung und dann gucken wir mal und kontaktieren natürlich auch nochmal den Tierarzt. Drückt alle die Daumen, wie immer. Ja, hier ist auch ein weiteres Problem. Hier ist ein Weg, der ist im Prinzip nicht öffentlich.
aber er ist doch öffentlich, er wird also illegal genutzt, sage ich mal so. Er wird einfach genutzt, weil er sich eingebürgert hat. Und hier ist natürlich ein Haufen Gestrüpp immer entlang dieses Weges. Und dieses ganze Gestrüpp hat Feuer gefangen. Ich habe das zum Glück rechtzeitig bemerkt, weil direkt hier angrenzend ja unsere Gebäude sind. Und die Flammen sind auch schon so hochgeschlagen und habe dann händeringend Feuerlöscher gesucht und konnte also einen Großteil des Brandes selber löschen. Ehe die Feuerwehr, die ich gerufen hatte, dann eintraf, hatte ich es dann geschafft, das Feuer schon zu löschen. Das ist natürlich toll. Konnte ich aber nur, weil eben hier ein Feuerlöscher war in unmittelbarer Nähe. Und darum ist es wirklich sehr wichtig, dass wir hier an allen Ecken und Enden bei den Tieren Feuerlöscher positionieren, dass wenn wirklich mal was passiert, dass man in der Lage ist, auch professionell einen Brand zu löschen. Wie gesagt, darum wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns unterstützt bei der Anschaffung von Brandschutzmaßnahmen, also Feuerlöscher und natürlich Rauchmelder, die zentral uns dann eine SMS schicken, wenn es irgendwo brennt oder so, dass wir das überhaupt merken auf diesem riesigen Gelände. Denn ihr habt ja selber gehört, dass sicherlich in der Vergangenheit auch schon es in einigen Tiereinrichtungen gebrannt hatten, die Tiere dann elendiglich ums Leben gekommen sind. Und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Wir wollen natürlich, dass die Tiere, die hier bei uns leben, sicher sind. Und dazu gehört eben, dass man kleinere Brände hier auch sofort effektiv löschen kann und eben, dass man auch ein Brandmeldesystem hier hat. Und ja, das ist eine Sache, die wir auch ganz schnell umsetzen müssen. Und darum bitten wir euch auch dafür noch dringend um eure Unterstützung. Ja, und wir sind nochmal hier in unserer Waschküche und ihr seht die ganzen Decken. Es werden nicht unbedingt weniger, obwohl wir jetzt jeden Tag hier 3-4 Mal die ganzen Maschinen laufen lassen. Unsere neue Mitarbeiterin ist da sehr engagiert, aber es entsteht halt mehr schmutzige Wäsche, als wir schaffen wegzuwaschen. Also wir werden auch den Bestand der Waschmaschinen noch vergrößern müssen. Ja, eine erfreuliche Nachricht gibt es noch, der Rocky, den hat, dem es schlecht ging, wo wir nicht wussten, übersteht er die Woche. Er lebt immer noch und er hat sich also wirklich gut erholt. Daniela hat ihn gefüttert, wenn ihr euch das mal anschaut, da hat sie irgendwelche Süßkartoffelbrei oder irgendwas da mit irgendwelchen Vitaminsäften, den sie ihnen in einer Spritze immer gibt. Und ja, sie hat auch durchaus Erfolg damit. Ich bin mir sicher, der Rocky wird nicht mehr allzu lange da sein, ja, das kann morgen soweit sein, aber sein Zustand, wie er war, dass er dann nur noch lag, hat sich natürlich entscheidend verbessert. Er rennt jetzt raus, er bellt, ja, er stänkert auch wieder mit anderen, also von daher, man sollte nie so schnell sagen, einschläfern, nur weil es dem Hund mal einen Tag schlecht geht und die Prognose halt Infarkt ist. Ja, Infarkt heißt, also es gibt keine Heilung mehr, die gibt es bei dem sicherlich auch nicht, weil er einfach wirklich uralt ist. Aber ich sag mal, jeder schöne Tag, den er noch erlebt, ist für ihn ein Geschenk. Ne? Die Hunde haben eh nicht allzu lange im Verhältnis zu uns zu leben. Und von daher ist jeder Tag, wo sie draußen spielen können und mit ihren Hundekumpels den Tag verbringen können, ein Geschenk. Und ich denke, man sollte da nicht so leichtfertig sein und sagen, ach, funktioniert nicht mehr, er macht mal unter sich und jetzt schläfern wir ein, weil wir die Arbeit nicht haben wollen. Passiert leider zu oft in Deutschland jeden Tag. Und es ist dann auch ein Grund, der anerkannt wird, ja, von den Tierärzten zum Einschläfern. Aber wir sagen wirklich nur dann ein Tier einschläfern, wenn ich meine Oma auch einschläfern würde. Ja, also bei vielen Leuten, Mensch, der wird ja auch nicht einfach nur getötet, weil er mal ins Bett gemacht hat oder weil er nicht mehr richtig laufen kann. Ne? Und dann den Tieren zu unterstellen, sie wollen nicht mehr leben, das ist ja nicht lebenswert für sie. Woher nehmen wir denn diese Gewissheit? Woher nehmen wir denn diese Anmaßung, sag ich mal, über ein anderes Leben zu entscheiden? Ja? Wenn jemand im Sterbeprozess ist, dass er schlecht Luft bekommt, und das sieht man ja dann ist es sicherlich Zeit, dem Tier zu helfen, ne? Es von den Leiden zu erlösen. Aber bloß weil jemand mal liegt und vielleicht nicht gleich Freudensprünge macht, heißt es ja nicht, dass ich ihn einschläfern muss. Ja? Also so viel mal dazu. Und ehe ihr euren besten Freund zum Tierarzt bringt, zum Einschläfern, vielleicht weil er mal ein bisschen humpelt oder weil er halt alt ist oder mal ein Geschwür hat, oder auch, weil der Tierarzt gesagt hat, naja, besser, wir schläfern ihn ein. Ich meine, da gibt es 80 Euro für oder weiß ich, was das Einschläfern teilweise kostet. Natürlich gibt es da einige Tierärzte, die dann sagen, dann nehme ich die 80 Euro noch mit. Ne? Der stirbt vielleicht auch so, aber ich nehme die 80 Euro mal noch mit. Dabei hätte der Hund vielleicht noch einige Monate zu leben gehabt. Wenn wir den Lydon eingeschläfert hätten, vor 2 Jahren schon, wo er nur noch so hinkte, ja, und die Zunge auf dem Boden hing und wir gedacht haben, ob er morgen noch da ist, ja, dann hätten wir ihn 2 Jahre seines Lebens verloren gegangen, in denen er sehr viel Spaß gehabt hat, wo er noch schwimmen gehen konnte, dies machen konnte und was auch immer so ein Hund erfüllt, ja, dann denke ich mal, haben wir da genau richtig gehandelt. Und morgen ist es soweit. Morgen hat Lydon seinen 10. Geburtstag und ich denke mal, die Chancen stehen 99,9%, dass er den 10. Geburtstag morgen erleben wird. Also, das ist ein echter Meilenstein für uns. Da freuen wir uns, dass er das noch geschafft hat.
Und ja, lasst uns mal drüber schlafen und morgen sehen wir, ob er noch da ist. Ja, hallo liebe Freunde. Ich freue mich, euch hier heute begrüßen zu können, und zwar bei Lydons Geburtstagsparty. Denn Lydon ist heute seit 5 Jahren bei uns und ist 10 Jahre alt geworden. Heute am 7. August. Er kam ja 2015 zu uns, weil er gebissen hatte, und dann hatte man ihn eingesperrt zum Verhungern. Der Hund kam also in einem ganz üblen Zustand an hier bei uns, und es wurde gesagt, er ist total gefährlich und er ist bösartig und er beißt alle Hunde und alle Menschen sowieso, und ja, aber er ist eigentlich die beste Seele geworden hier auf dem Hof, und ihr seht ja, wie artig er ist. Und ja, wir haben ja die ganze Zeit immer schon damit gerechnet, dass es vielleicht vorbei sein wird mit ihm. Ja, ihr werdet euch sicherlich fragen, was ich hier mache. Ich brate, ich grille gerade. Natürlich passt Grillen nicht zum Tierschutzverein, das ist ganz klar. Aber wir grillen ja nicht irgendwas, sondern wir grillen natürlich Burger. Die sind natürlich hier fleischlos, ne? Nicht, dass ihr denkt, hier, wir braten Fleisch. Kann ich euch nur empfehlen, hervorragende Sache. Auch der Lydon mag das ganz besonders, denn für den machen wir das heute hier alles. Wir warten jetzt eigentlich nur wie immer auf Daniela, dass die irgendwann gleich jetzt nochmal kommt und an der Party teilnimmt. Moment, ich muss mal hier die Burger schnell alle umdrehen, dass die nicht anbrennen hier auf dem Grill. Denn wir haben ja hier unser eigenes, vereinseigenes Restaurant, wie ihr seht, mit Imbissbude, Bierzapfanlage und nebenan natürlich auch eine Pommes-Grillstation. Das werde ich euch mal zeigen. Die haben wir natürlich hier. Hier ist unsere Imbissbude. Und ja, hier kann man auch vom Fritz machen natürlich und alles, was so dazugehört. Ne? Ganz wunderbar. Und das machen wir heute natürlich alles für Lydons Geburtstag. Und es wäre natürlich kein richtiger Geburtstag, wenn wir nicht auch auf Lydons Geburtstag anstoßen würden. Denn wir haben hier von der lieben Gabi eine Flasche Champagner geschickt bekommen, extra für den Lydon. Ja, guten Tag, wie geht's Ihnen denn heute zum Geburtstag? Ich hätte gerne einmal Pommes mit Ketchup. Ja, und ihr seht, hier bei uns dürfen die Hunde natürlich auch in der Imbissbude sein. Denn wir sind ja hier im Tierschutz, und die Bude ist ja für die Hunde. Ne? Wollen wir mal gucken, ob die Pommes schon gut sind? So, wir schauen mal. Hier haben wir natürlich die Pommes frites gemacht. Wir werden mal testen, wie sie heiß sind. Lydon! Da muss Salz dran natürlich. Das heißt, wir müssen die nehmen. Die müssen hier so rein. Und dann macht man natürlich hier so ein bisschen Salz drüber über die Pommes, nicht? Den kennt ihr ja sicherlich. Und dann werden die hier in der Schüssel so geschwenkt, ne? Bis da ganz hervorragende Pommes haben. Die sehen fast aus wie vom McDonald's. Ja, dann öffnen wir mal die Flasche. Kannst du mal das Mikrofon halten? Gerne. Ja. Lydon wird schon ungeduldig. Ja, ja. Ja, ja, der will was essen. Hallo Lydon! Die kleine Gesellschaft. Naja, so ist das. Stimmt, wir sind im kleinen Kreis. Ne? Richtig. Ja, die muss mal erklären, warum wir das überhaupt machen. Wir machen das ja nicht nur wegen Lydon. Eigentlich alles, ja, wisst ihr ja, was wir machen. Und alle Tiere, die hier sind bei uns, die stehen eigentlich für alle Tiere auf dieser Welt, weil wir einfach zeigen wollen, dass sie so wie du und ich sind. Sie sind nichts anderes. Sie haben halt nur 4 Beine oder 2 Flügel oder 2 Beine. Aber jeder will einfach nur sein kurzes Leben genießen. Und wenn man sieht, der Lydon ist heute 10, was eigentlich, wo wir gedacht haben, das erreicht er gar nicht, weil diese Rassen leider nicht sehr alt werden, ist es natürlich toll für uns. Aber umso wichtiger ist, dass wir den Tieren das Leben, was vielleicht so kurz ist, so schön wie möglich machen, mit allem, was dazugehört. Und wie gesagt, bei uns hier, die Tiere schlafen auf eurer Satengbettwäsche und schlafen im Winter auf der Baumwollbettwäsche und auf den schönen Hundebettchen, und die Katzen genießen das in den schönen Plüschdecken, auch wenn es warm draußen ist. Und das zeigt doch und sagt doch schon alles. Sie wollen nicht auf Beton liegen, sie wollen nicht schlecht behandelt werden und sie wollen auch ihr Leben genießen. Und deshalb wollen wir das heute, diesen Geburtstag hier mit dem Lydon zelebrieren, um zu zeigen,
dass es genauso wichtig ist, wenn die Tiere Geburtstag haben, so wie es bei uns eigentlich wichtig sein sollte. Ja, der Punkt ist ja natürlich auch, dass wir bei vielen Hunden natürlich auch gar nicht wissen, wann die Geburtstag haben. Die sind einfach hierher gekommen, von irgendjemandem abgegeben worden. Bei Lydon, das ist eine Ausnahme, da wissen wir ganz genau, wo er hergekommen ist und wann er geboren ist. Und das ist natürlich der Grund, warum wir das jetzt auch machen. Einfach um ein Zeichen zu setzen, euch zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man auch daran denkt, die Tiere haben nur ein begrenztes Leben. Ja, nun mal Besteck von euren Tellern, damit ich euch mal hier das Essen... Lydon! Und jetzt Pommes, das mal. Lydon, guck mal, hier dein Geschenk. Och, was Annina, ist da denn? Hier den, ja, hochhalten, dass ich das hier drauf gebe. Danke, Gary, reicht schon. Dieser Teller hier ist natürlich für den Lydon. Lydon, guck mal. Was ist für den Lydon hier? Ich muss noch ein bisschen abkühlen. Achso, du willst erst... Dann wollen wir erstmal anstoßen, ja? Ja. Also dann, wie gesagt... auf alle, auf Lydon und oh, alle seine Artgenossen, ne, auf unsere Freunde, die ehrlichsten meistens im Leben, muss ich immer wieder sagen, jedes Tier, egal ob du den Vogel nimmst oder sonst wen, wie treu die Tiere sind und wie ehrlich, da können sich viele Menschen eine Scheibe Tiere, abschneiden. Ja, also auf die Tiere, Prost! Ein Basketball, weil Lydon ja ein Basketballspieler ist. Immer noch, auch im Alter. Wir dürfen ihn natürlich heute nicht zu sehr stressen. Nicht, dass er hinterher umfällt. Also er freut sich darüber, wie ich sehe. Und das ist natürlich das Wichtigste.